Sie ist schwanger. Diese Schlagzeile freut heute Helene Fischer-Fans. Alle spannenden Infos bekommen Sie natürlich jetzt bei uns. Hat sie für den Kinderwunsch so lange pausiert? Hier ist Punkt 12 und jetzt hören Sie bitte mal ganz genau hin. Jetzt. Jetzt wird festgezurrt. Die FDP und die Grünen treffen sich heute, um sich auf Inhalte einer gemeinsamen Regierung zu einigen. Und schon wieder haben sie die Medien ausgetrickst. Liebesbetrüger in der Falle. Er spielt anderen Frauen die große Liebe vor und nimmt sie gnadenlos aus. Doch unserer Reporterin tappt er in die Falle. Seine überraschende Reaktion auf die Vorwürfe. Gepfefferte Antwort. Nach den Unterhaltsvorwürfen von Anushka Renzi meldet sich jetzt ihr Ex Jochen Horst bei uns. Und seine Antwort hat es echt in sich. Freitag, 1. Oktober. Und hier ist Punkt 12 mit Bieling. Roberta Bieling. Ich könnte ihm stundenlang zuhören. Haben Sie diese Stimme erkannt? Gucken Sie mal, das ist die Stimme von Daniel Craig. Dietmar Wunder heißt der Mann in echt. Ich glaube, da will er sich noch nicht zeigen, aber gleich, da kriegen wir ihn. Da spreche ich ihn nämlich noch ganz in Ruhe. Und ich sage Ihnen jetzt schon mal, das ist richtig unterhaltsam. Sollten Sie unbedingt sehen. Jetzt aber erstmal zur Politik. Heute sprechen...